Vom Haus ist jemand. Schritte gehört, ne? Leg dich hin. Liege. Ihr kommt hoch. Was macht der da? ESP hacken. Wow, Granate! Ernsthaft? Ja. Scheiße. Ich bin tot. Ich auch. Nice Hex. Wow, Alter, wir haben uns nicht bewegt. Wir haben nichts gemacht. Wow. Wir haben uns nicht gesehen. Das ist hart, Alter. Das ist hart. Wow. Wow. Hast du schon aufgenommen? Ja. Wow. Ja. RIP Challenge. Willkommen übrigens zu der DayZ Challenge in First Person. Heiliger Scheiße, ey. Alter. Wow. Das war low, Alter. Heilige Scheiße. Die können das nicht gewusst haben. Die haben nicht durch die Fenster geguckt. Ich habe da niemanden gesehen. Entweder haben die durch das Haus geguckt oder die haben es vorher schon irgendwie durch das Haus durchgesehen. Die sind ja die ganze Zeit am Haus vorbeigetänzelt und wieder zurück und so. Da habe ich ja schon gefragt, was die machen. Da geht die Tür auf und auf einmal sehe ich nur noch die Granate vor meinem Bildschirm, ne? Vielleicht hätten wir doch rausrennen sollen. Vielleicht wäre es besser gewesen. Ja, ich dachte, die geht aber jeden Moment hoch und ich habe nur noch Deckung gesucht irgendwie. Ich war hart verwirrt, muss ich zugeben. War alles zu viel für mich. Ja. Oh. Das war hart, oder? Das war echt hart, also... Wir haben noch quasi keine 10 Minuten gespielt. Wow, das war echt super hart. Heilige Scheiße. Wow. Die können's nicht gewusst haben. Ey, ich möchte wirklich nochmal kurz ganz eindeutig sagen, was passiert ist. Wir wollten uns auf First-Person-Server einloggen, hatten uns an der Stelle ausgeloggt, vor wer weiß wie langer Zeit, loggen uns an der Stelle wieder ein und urplötzlich kommen Leute von draußen an und machen uns platt. Ich habe nicht mal irgendwas benutzt. Wir sind einfach nur da. Ich hatte nichts Gebrochenes, ich habe nicht geschrien oder sonst irgendwas. Wir waren einfach nur in diesem Haus. Und dann kommen plötzlich Leute vorbei in Kelm in ein Haus, wo man nicht reingeht und schmeißen zielgerecht eine Granate rein. Ja. Fühl mich so verarscht, Jogger, ne?